Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Videopodcasts Mikrobiologie direkt. Heute, wie man unschwer erkennt, direkt aus einem Wald. Warum aus einem Wald? Weil die zweite Folge sich heute mit dem Baum des Lebens befasst. Der Baum des Lebens, der Stammbaum, der die Verwandtschaft aller Organismen zueinander bezeichnet und darstellt. Nun, wenn man sich das Leben auf der Erde anschaut, dann muss man jetzt ziemlich eine Zeit lang zurückgehen. Die Erde an sich entstand vor 4,6 Milliarden Jahren. Nach einer Supernova von einem riesigen Stern entstand eine nebulöse Wolke. Und aus der Verdichtung dieser Wolke entstanden dann die einzelnen Planeten unseres Sonnensystems. Aber am Anfang war es sehr, sehr unwirtlich, völlig klar, und es war extrem steril. Das heißt, durch die hohe Temperatur konnte auch gar kein flüssiges Wasser entstehen. Und flüssiges Wasser ist aber Voraussetzung, damit Leben entsteht. Denn wenn flüssiges Wasser da gewesen wäre durch die hohe Temperatur, wäre es sofort verdampft. Das heißt, die Erde war steril. Aber das änderte sich dann ungefähr vor 4,3 Milliarden Jahren, als sich eine Erdkruste bildete, dann konnte tatsächlich dann auch flüssiges Wasser entstehen. Wie begann das Leben? Am Anfang entstand das Leben, indem sich relativ spontan die Bausteine des Lebens gebildet haben. Also es haben sich Aminosäuren gebildet, es haben sich Nukleoside gebildet, Zucker gebildet. Und dann kam eine präzelluläre Phase, wo am Anfang RNA war. Das ist ganz wichtig. Am Anfang war nicht DNA, sondern RNA, bevor es noch irgendwo Leben oder Zellen gab. Es gab RNA durch eine Selbstreplikation, gab es dann auch entsprechende Proteine und erst danach entstand die DNA und dann entstand durch eine, ja, ich sag mal, Koordination oder durch einen Zusammenschluss dieser einzelnen Bausteine entstand zelluläres Leben. Und wenn wir das Leben anschauen, das zelluläre Leben, dann hat es einen Ursprung, so wie bei einem Baum quasi der Stamm, der sich dann nach oben verteilt, auch sagen wir, einen gemeinsamen Ursprung hat, deswegen heißt es ja Baum des Lebens, so gab es auch hier bei dem Stammbaum einen Vorfahren. Und das war, der hieß Luca. Luca steht für Last Universal Common Ancestor, also der letzte gemeinsame Vorfahr. Das war unser aller Vorfahr von all Leben, was wir hier sehen, ob es Zellen, Menschen sind, Pflanzen sind, Mikroorganismen und so weiter. Dieser gemeinsame Vorfahr war eben dieser Last Universal Common Ancestor. Was nun wichtig war für die weitere Entwicklung dieses Lebens, weil der hat sich natürlich weiterentwickelt, war Sauerstoff. Und tatsächlich wurde relativ bald, dann irgendwann, also zuerst war die ganze Atmosphäre anaerob, also ohne Sauerstoff. Und irgendwann entstand dann, vor einigen Milliarden Jahren, wurde dann Sauerstoff produziert von den Cyanobakterien. Aber am Anfang war es noch zu wenig Sauerstoff, als dass es sich in der Atmosphäre hätte sammeln können. Und zwar wurde der gesamte Sauerstoff von den Eisen aufgebraucht, was in der Welt war. Und so entstanden Eisenoxide. Aber irgendwann war auch das gesättigt. Und dann konnte der Sauerstoff quasi in die Atmosphäre reingehen und das weitere Leben konnte sich entwickeln. Und so entstand eben dieser Stammbaum des Lebens. Nun, wenn man sich den Baum des Lebens anschaut, was stellt er dar? Er stellt die natürlichen Beziehungen aller Lebensformen zueinander dar. Jetzt war es früher natürlich so, es gab natürlich eine natürliche Beziehung, klar, ist ja alles aus diesem gemeinsamen Vorfahr entstanden, aber nur der Mensch kannte es nicht und würde es so gern kennenlernen, aber er kannte es nicht. Also musste er sich aushelfen. Er musste sich aushelfen, indem er quasi einen künstlichen Stammbaum schaffte. Nun, bei den Zoologen war es grundsätzlich einfacher. Die haben sich angeschaut, wie die Tiere etc. aufgebaut sind. Sie haben das Aussehen miteinander verglichen. Das war okay. Bei den Mikroorganismen ist es wesentlich schwieriger. Die sind rund, vielleicht ein Stäbchen, vielleicht mal spirillenförmig, aber die geben von den Aussehen tatsächlich nicht viel her. Deswegen, man musste für diese natürliche Ordnung, hat man etwas anderes genommen, und zwar das, was sie verstoffwechseln, quasi das, was sie umsetzen, das, was sie als Nahrung aufnehmen. Und dadurch hat man quasi Schubladen geschafft. Ja, man hat Bakterien, die eine Substanz verstoffwechseln in diese Schublade getan
und Bakterien, die die andere Substanz verstoffwechseln, in diese Schublade getan. Das heißt, was man bekommen hat, war tatsächlich eine Ordnung, eine künstliche Ordnung. Aber die künstliche Ordnung, die schafft zwar Ordnung, Schubladen, aber sie sagt nicht viel aus. Das wäre das Gleiche, wenn wir sagen würden, jeder in Deutschland, der Weißbier trinkt, kommt aus Bayern. Das ist natürlich Blödsinn. Von daher war klar, man muss auf diese natürlichen Beziehungen draufkommen, um letztendlich zu erkennen, wie das Leben zusammenhängt, wie sich das Leben entwickelt hat. Denn nur die natürlichen Verwandtschaftsbeziehungen sagen etwas aus über die Entstehung des Lebens. Und deswegen war es so wichtig, diesen natürlichen Stammbaum des Lebens zu erforschen. Und derjenige, der tatsächlich den natürlichen Stammbaum des Lebens entdeckt und entwickelt hat, war der amerikanische Professor Carl Woese in den 70er Jahren an der University von Illinois. Nun, was Carl Woese nun schaffte, war genial. Und zwar, er sah sich das an und überlegte, was könnte ein Marker sein, der irgendwo in allen Lebewesen existiert. Es muss also etwas sein, was lebensnotwendig ist für alle Lebensformen. Und das, was alle Lebensformen haben und was lebensnotwendig ist, sind die Ribosomen, also die Orte der Proteinbiosynthese, wo Proteine, Enzyme letztendlich hergestellt werden. Und diese Ribosomen bestehen neben Proteinen auch aus rRNA, das ist eine bestimmte Nukleinsäure. Und diese rRNA wird von einem Gen kodiert auf der DNA. Das ist die rDNA. Und Carl Woese entdeckte jetzt, dass man diese rDNA als phylogenetischen Marker benutzen kann. Das heißt, man kann sie benutzen, um die evolutionären Zusammenhänge aller Lebensformen zu erforschen und darzustellen. Und Carl Woese, damals gab es ja noch nicht diese riesigen Sequenzautomaten, er musste alles radioaktiv etc. Sequenzieren und er schaffte das allein mit 13 Sequenzen. Allein mit 13 Sequenzen musste mühevoll die RNA-Bruchstücke und so weiter zusammen oder die rDNA-Bruchstücke zusammentun. Aber er hat es geschafft und hat daraus dann den wahren Stammbaum des Lebens entwickelt. Er fand heraus, dass eben von den gemeinsamen Vorfahren, diesen LUCA, Last Universal Common Ancestor, dass sich insgesamt drei Domänen entwickelt haben. Auf der einen Seite die Domäne Bacteria, also die ganzen Bakterien. Dann die Domäne Archaea, die Archaea sind Mikroorganismen, die sich an ganz spezielle Lebensbedingungen, an ganz extreme Lebensbedingungen gewöhnt haben, also wo es extrem kalt ist oder extrem heiß in, bei Vulkanen, Geysiren etc. etc. Und die dritte Domäne, die ist uns allen sehr bekannt, das sind die Eukarya mit den Pflanzen, Menschen und den Tieren. Und diese drei Domänen, die hängen natürlich alle miteinander zusammen und das hat er quasi mit diesem natürlichen Lebensbaum gezeigt. Und er zeigte weiterhin eben, wie vorhin gesagt, dass die rRNA als phylogenetischer Marker benutzt werden kann. Also als ein Werkzeug, um die Verwandtschaft zu entschlüsseln. Und das benutzt man heute gerade in der Mikrobiologie, wenn es darum geht zu sagen, hey, wie ist denn die Verwandtschaft von diesen einzelnen Bakterien? Und wir wissen eben, dass sich die Bakterien in bestimmte, immer kleinere Unterformen zusammenfassen lassen können. Und man kann jetzt zum Beispiel molekularmikrobiologische Methoden hernehmen, wie die Fischmethode, wie die Fluoreszenz in situ Hybridization, die Gensondentechnologie, um dann ganze Gruppen von diesen Bakterien oder einzelne Bakterien eben direkt in der Probe nachzuweisen. Aber das ist ein anderes Gebiet, darauf komme ich dann nochmal später. Heute bleiben wir bei unserem Baum. Nun, wie entwickelte sich dieser Baum? Es gab vor ungefähr 3,7 Milliarden Jahren von diesen Last Universal Common Ancestor gab es eine Aufspaltung in Bacteria und Archaea.
Die Bakterien haben sich weiterentwickelt und natürlich auch die Archaea. Und ungefähr, man kann es nicht ganz genau sagen, vor 1,2 bis 2,7 Milliarden Jahren haben sich dann von den Archaea die Eukarya, also die Domäne, wo wir sind, die Pflanzen, Menschen, Tiere, abgespaltet. Und was das Spannende war, ist, die Eukarya, so wie wir sie heute kennen, entstanden mit Hilfe der Bakterien. Und zwar nennt man das die Endosymbionten-Hypothese. Und zwar, man geht davon aus, oder beziehungsweise heutzutage ist es ziemlich sicher, dass die Mitochondrien, also die Organellen in einer Eukarya-Zelle, die Mitochondrien, die eben für die Atmung notwendig sind, dass diese entstanden sind aus einer Symbiose der früheren Eukarya zusammen mit einem aeroben Bakterium, also einem Bakterium, was Sauerstoff veratmen konnte. Man geht davon aus, dass dieses Bakterium von den Alpha-Proteobakterien stammt. Und dieses aerobe Bakterium brachte quasi die Funktion der Sauerstoffatmung in die Eukaryazelle. Und es gab noch eine weitere Symbiose. Das war die Symbiose der früheren Eukaryazelle mit Cyanobakterien. Und diese Cyanobakterien, die brachten nun die Möglichkeit der Photosynthese in die Eukarya. Und zwar die Photosynthese, die in den Chloroplasten stattfindet und die, wir wissen es, eben die Pflanzen beinhalten und schaffen. Und quasi aus dem Sonnenlicht, aus dieser Sonnenenergie Bausteine und Energie gewinnen können. Das bedeutet, dass jede einzelne Zelle in uns und auch jede einzelne Zelle in den Pflanzen mehr oder weniger Urformen der Bakterien beinhaltet, weil wir Symbiosen eingegangen sind. Tatsächlich kann man sagen, wir sind dann eine schöne Mischung aus der früheren Eukaryazelle und den Bakterien. Nur mit Hilfe der Bakterien haben wir gelernt, die Atmung über Mitochondrien und bei den Pflanzen die Photosynthese zu betreiben über die Chloroplasten. Nun, wie wird sich der Stammbaum des Lebens weiterentwickeln? Man kann jetzt schon sagen, das waren Forschungsarbeiten in den letzten Jahren, dass die vielfältigste und größte Domäne tatsächlich die Bakterien sind. Da wird sich noch einiges ergeben. Denn wer hier hervorragende Arbeit geleistet hat, es war Norman Pace. Denn der hatte den Vose-Ansatz, dass man RRNA-Moleküle als phylogenetischer Marker zur Bestimmung der Verwandtschaft hernehmen kann. Der hatte das so angewandt, dass man eben nicht wie bei Vose nur kultivierte Bakterien, also Bakterien, die auf Nährmedium gewachsen sind, hernimmt, sondern der hat gezeigt auch, dass man die RDNA quasi auch von Bakterien hernehmen kann, die überhaupt nicht kultiviert sind oder überhaupt nicht kultiviert werden können. Und das ist sehr wichtig, denn der Großteil aller Bakterien, also bis zu 99%, lässt sich überhaupt nicht auf künstlichen Nährmedien heranwachsen. Was Norman Pace zeigte, ist der Ansatz, der heutzutage genommen wird, um diese wahnsinnig große Diversität der Bakterien darzustellen, ist, man nimmt aus den einzelnen nicht kultivierbaren Bakterien quasi die RDNA heraus über eine Amplifizierung mit PCR, also man vervielfältigt diese Zielstellen. Man kann diese RDNA dann quasi, weil sie zu viel geworden ist durch die PCR, man kann sie dann sequenzieren. Man alignt die Sequenzen, das heißt, man bringt sie in einer logischen Ordnung zueinander und kann daraus dann den Stammbaum erstellen. Und auf diese Weise ist die Domäne der Bakterien
immer weiter erforscht worden und sie wächst auch heutzutage noch weiter und weiter. Und es wird sicherlich so sein, dass die Bakterien, die waren die ersten auf der Welt, dass sie auch die letzten auf der Welt sein werden. Wenn quasi der Lichtschalter auf off gestellt wird, dann werden die Bakterien die letzten Lebensformen sein. Genauso wie es der berühmte französische Wissenschaftler Louis Pasteur eines Tages gesagt hatte. Der sagte: Monsieur, c'est les microbes qui auront le dernier mot. Meine Herren, es werden die Bakterien sein, die das letzte Wort haben.